Willkommen bei meinem Mal-Tutorial. Und zwar heute möchte ich mit euch einen Schmetterling in Acryl malen. Ihr seht hier schon einen kleinen Ausschnitt. Ich beginne zuerst mit dem Schmetterling mit einem hellen Hintergrund. Und zwar mische ich mir Acrylfarben in Weiß, Neapelgelb, etwas Siena gebrannt, auch etwas Ocker oder Sand könnt ihr beimengen. Und ich beginne hier mit ganz großzügigen, breiten Pinselstrichen. Locker, ohne die Umrandung schon einzubeziehen. Einfach nur circa die Form eines Schmetterlings beizubehalten. Ihr seht, ich habe auch etwas. Ganz zügig arbeite ich mich jetzt an die Form eines Schmetterlings heran, ohne dass ich schon die genauen Außenkonturen zeichne. Das hat den Effekt, dass ich sehr frei arbeite und das Feeling vom Schmetterling, die Duftigkeit der Flügel besser darstellen kann. Wenn ich mir schon vorher eine Umrandung mache, dann bin ich schon etwas eingeschränkt im Pinselstrich. Diesen Sinn hat das Ganze. Und jetzt kann ich auch noch in Pastelltönen, zum Beispiel Blau, hinzufügen oder Farben, die euch gefallen. Ich arbeite hierher sehr nass in nass. Das heißt, ich male in die noch feuchte Farbe hinein und habe so schöne gesoftete Übergänge. Ich mache das so lange, bis mir der Hintergrund vom Schmetterling, der eher hell sein sollte, gefällt. Nun habe ich die erste Grundierung beendet und jetzt gehe ich an die Form. Am besten ihr nehmt euch eine Vorlage eines Schmetterlings. Die Außenkonturen sind nicht so einfach, wie man denkt. Also eine Vorlage für die Konturen ist schon ganz praktisch. Ihr seht, ich korrigiere da noch einmal, dass der richtig schön fliegt. Es ist auch ein Flügel etwas größer, der andere etwas flacher. Also es ist keine Frontalansicht. Das ist auch immer interessant, etwas schräg. Jetzt zeichne ich noch circa den Körper ein. Ja, und dann beginne ich auch schon mit der Innenschattierung wieder ein bisschen, die Flügel genauer zu definieren. Das mache ich hier jetzt mit Indigo und etwas Van Dyck Braun. Das sind meine dunklen Farben, die ich dabei verwende. Also für die hellen nochmal zum Merken, die hellen Töne sind etwas Sandtöne, Neapelgelb, etwas Siena gebrannt, sehr pastellig, Phthaloblau oder auch Cyanblau und Flieder. Und für die dunklen Töne nehme ich Van Dyck Braun, Indigo, was einem halt gefällt. Ihr könnt auch die Farben etwas variieren, aber hier in diesem Bild habe ich eher einen Blauton genommen. Blau wird der Schmetterling und etwas Blau wird der Hintergrund, aber immer in verschiedenen Schattierungen. Hier beginne ich jetzt schon skizzenhaft mit einem kleinen Muster. Ihr könnt das natürlich auch viel, viel genauer und präziser machen. Ich möchte meine Videos immer recht kurz halten, damit sie nicht zu lange dauern für euch. Und da kann man natürlich detaillierte Details nicht so ausführen. Aber jeder hat sowieso seine Handschrift in der Malerei und kann das Bild dann auch genauer ausarbeiten. Mir gefällt aber diese schmissige Art schon auch ganz gut. Nun beginne ich mit dem Hintergrund. Etwas Indigo, auch wieder ein Hauch von einem Braun, aber nicht zu viel, dass es halt ein bisschen schmutzig wird. Und Weiß und jetzt die andere Seite mache ich dann schon dunkler, dass es nicht zu hell wird. Und male so
um den Schmetterling zügig mit einem flachen Pinsel, der ca. 2 bis 3 cm breit ist, male ich die Konturen aus. Und ihr seht jetzt schon, wie schön der Schmetterling strahlt, wenn der Hintergrund dunkel wird. Variiere immer mit den Farbtönen, etwas heller, etwas dunkler. Die Farben sind an sich immer gleich, das mit dem Blau ein bisschen weiß. Nur ihr müsst aufpassen, dass der Hintergrund nicht zu unruhig wird. Das male ich jetzt so lange, bis ich mit dem Hintergrund einmal zufrieden bin. Und jetzt wende ich mich schon der Details zu mit einem dünnen Rundpinsel. Arbeite ich jetzt feine Linien heraus. Ihr seht hier bei der Umrandung setze ich noch Akzente. Nun verwende ich noch ein paar Farbtupfer, das ist auch sehr individuell, etwas Ocker für das Muster des Schmetterlings. Farben sind wirklich individuell zu wählen. Jetzt setze ich noch einen weißen Glanzpunkt auf diese Augen. Und mache ein paar Highlights mit dem schmalen Pinsel. Ihr müsst nur zusehen, dass der Schmetterling nicht zu dunkel wird. Hintergrund sollte dunkel sein, Schmetterling eher hell. Vor allem auf der Seite, wo er dann zum Hintergrund steht, dann sollte er hell sein. Sonst habt ihr keinen Kontrast und man sieht den Schmetterling zu wenig. Und die Farben des Schmetterlings könnt ihr natürlich frei wählen. Ihr könnt ihn auch gerne bunter machen.
So, und jetzt werde ich noch den Hintergrund vervollkommnen, und zwar nehme ich hier einen Aquarellschwamm. Nehme Farbe auf. Der Aquarellschwamm muss feucht sein, aber nicht triefend nass. Das heißt, zuerst befeuchten und dann wieder ausdrücken, damit nicht das Wasser rausrinnt. Aber feucht muss er sein, damit er weich wird, sonst ist er zu hart. Ganz wenig Farbe reicht da schon. Und jetzt setze ich Kontraste. Auf die dunklen Flächen setze ich helle Farbe. Auf die hellen Flächen kann man dann noch dunkle Farbe setzen. Und so wirkt der Hintergrund dann auch 3D-mäßig. Es erscheint so das Feeling, als seien im Hintergrund Blüten und Pflanzen. Es sollte trotzdem ein abstrakter Schmetterling sein und so auch der Hintergrund abstrakt werden. So, und zu guter Letzt, damit der Schmetterling noch mehr Pep bekommt, setze ich noch einen Tupfen Magenta drauf. Das passt recht gut zu dem Blau- und Hellblauton. Nicht zu viel, aber ein wenig kann nicht schaden. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Materialien braucht, in unserem Shop könnt ihr gerne bestellen. www.labelotshop.at. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben für Fragen. Und über Kommentare und Likes würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Traude.